So, diesmal geht es um das Thema Anpiaffieren bzw. Arbeiten mit der Piaffe. Und dazu habe ich schon ein altes Video, aber ich dachte, ich roll das Ganze nochmal neu auf, weil ich einfach mittlerweile vieles anders mache und ja, so einfach besseres neues Videomaterial dazu gibt. Und deswegen möchte ich euch hier gern mit fünf verschiedenen Pferden ganz unterschiedlichen Typs und Ausbildungsstandes zeigen, wie man so Pferde an die Piaffe heranführt und wie man dann damit überhaupt weiterarbeiten kann, weil die Piaffe ist ja nicht das Endziel, sondern wir arbeiten ja die Piaffe um das Pferd in Hankenbeugung, in Tragkraft der Hinterhand zu schulen, um ihm beizubringen, mit der Hinterhand die Vorhand besser zu tragen und damit uns als Reiter besser zu tragen. So, das ist erstmal der Sinn der Piaffe. So, wir sehen jetzt hier Lucky, das Nachwuchsjungpferd quasi von meiner Schwester, der wirklich hier erst, ja, ich glaube, sie hat erst seit ein paar Wochen so ein bisschen damit gearbeitet. Und zwar hat sie natürlich angefangen, einzeln die Hinterbeine zu touchieren, um ihm überhaupt zu erklären, dass er diagonale Schritte machen soll. Quasi das innere Hinterbein in den Takt des äußeren Vorderbeins einzutuschieren. Das war der allererste Schritt. Jetzt ist sie aber relativ schnell dazu übergegangen, weil er sich sehr zusammengezogen hat und nicht so richtig vorging, dass sie wirklich im Vorwärts mit ihm zu diagonalen Tritten zurückarbeitet. Man sieht, dass sie ihn zwischendurch immer wieder recht flott vorwärts traben lässt. Das ist auch manchmal noch spannig, da hebt er sich noch manchmal raus, ist alles kein Problem. Das ist ja wirklich erst der Anfang. Und sobald er dann so ein paar diagonale Schrittchen anbietet, lobt sie ihn auch und lässt ihn anhalten, dass er da keinen Stress entwickelt bei dieser Übung. Das ist das Wichtigste, dass das Pferd wirklich immer entspannt bleibt, dass es zuhören kann, weil je mehr Anspannung drin ist, desto weniger hört das Pferd natürlich auch zu. Und wir möchten ja, dass er versteht, was er machen soll, dass er das irgendwann quasi von alleine machen kann, dass wir nicht die ganze Zeit babysitten müssen bei jedem Schritt. Maike hat anfangs so ein bisschen Diagonalverschiebung, also quasi Schenkelweichen bis zum Hufschlag gemacht und ihn dann da anpiaffieren lassen, weil ihm das geholfen hat, geschlossen zu sein und schon so ein bisschen ins diagonale Treten zu kommen. Also das ist zum Beispiel eine Alternative zum Rückwärtsrichten. So, jetzt sind wir bei Aladdin. Er ist schon, ich glaube, mittlerweile 23, ein PAE. Und er hat die Schwierigkeit, die viele PAEs tatsächlich haben, nämlich, dass er, wie man das hier sieht, so ein bisschen kleine hektische Schrittchen macht auf der Stelle und nicht wirklich vorwärts geht dabei und es nicht wirklich diagonal ist, wenn ihr mal drauf achtet, weil er einfach die Beine hebt. Das ist so eine Beinhebe-Piaffe oder Passage gibt es das auch, wo aber der Rücken nicht wirklich involviert ist. Das heißt, der Rücken bleibt steif und er hebt einfach nur in etwas hektisch die Füßchen. Und da ist jetzt das Ziel, dass wir versuchen, die Rückenmuskeln in diese Bewegung einzubeziehen. Dass das schön diagonale Schritte über den Rücken werden, weil sonst ist das nicht so wertvoll, diese Übung, weil das dann eher Spannung in den Pferdekörper bringt. Das heißt, jetzt seht ihr eine Sequenz, die ist, glaube, 2, 3 Jahre später aufgenommen nach den vorigen Aufnahmen. Und da, Aladdin hat lange nicht mehr an der Piaffe gearbeitet, deswegen sind wir da nicht wirklich weitergekommen. Ich bin eher noch hier gerade dabei zu gucken, dass ich das so ein bisschen ins Vorwärts korrigiere, weil er am liebsten immer rückwärts sogar getrippelt wäre. Das heißt, er ist so ein Typ Pferd, da würde ich auf keinen Fall rückwärts richten oder Schulhalt oder irgendwas dazu nehmen, sondern absolut nur nach vorne arbeiten. Wirklich das als halbe Tritte im Vorwärtslassen oder als Schulschritt, beziehungsweise vielleicht sogar Schultrapp, also ein ganz langsamer, versammelter Trapp. Und jetzt sieht man schon, dass die Diagonalen schon ein bisschen besser kommen, weil der Rücken einfach mehr in diese Beinhebeaktion einbezogen ist und nicht mehr einfach nur mechanisch die Füße gehoben werden. Genau, und da auch, sobald ich merke, dass er sich zurückzieht, lasse ich ihn wieder raus. Genau, hier richte ich jetzt mal rückwärts, weil er ab und zu so ein bisschen impulsiv nach vorne zieht, aber das würde ich wirklich nicht zu oft machen. Und dann schaue ich auch, dass er wieder ins Vorwärts kommt. Also mit so einem Pferd jetzt auf der Stelle zu arbeiten, wäre da ganz verkehrt. Damit zerstört man sich eher was in der restlichen Ausbildung, weil das Pferd sich nur noch durch dieses hektische Getrippel auf der Stelle entzieht. Das heißt, gerade bei vielen iberischen Pferden, die sich ja erstmal anbieten für diese Art Arbeit, ne, da würde ich wirklich gucken, dass man lange im Vorwärts bleibt. Das Wichtigste ist es, diesen Vorwärtsimpuls zu erhalten, dass die Hinterbeine immer nach vorne arbeiten, dass das Pferd immer nach vorne ziehen will. Und dann kann ich nach und nach die Bewegung immer mehr auf die Stelle holen und schauen, dass ich durch so ein bisschen mehr Hankenbiegung und durch noch mehr Verlagerung des Schwerpunkts nach hinten das Pferd mehr auf die Stelle Richtung wirkliche Piaffe bringe. Bei ihm ist auch das Problem, er ist super eifrig, deswegen bin ich jetzt hier gerade in eine Schrittvolte abgewendet.
weil ich nicht möchte, dass er quasi die Hilfe vorwegnimmt und einfach von sich aus anfängt oder sich nicht mehr oder nicht mehr aufhört. Das heißt, dieses An- und Abstellen ist sehr wichtig, dass das immer geht und dass das Pferd entspannt bleibt. Hier waren es schon bessere Tritte, da sieht man ganz schön, wie er den Rückschub der Hinterbeine abkürzt, ne? Jetzt zum Beispiel schieben die Hinterbeine wieder weit nach hinten raus, die fußen nicht so früh ab. Jetzt kürze ich den Rückschub der Hinterbeine ab, wenn ihr mal darauf achtet. Die bleiben ziemlich unter der Hüfte des Pferdes, ne? Und idealerweise gehen die gar nicht mehr nach hinten raus vom Schwerpunkt weg, sondern fußen nur noch nach vorne unter den Schwerpunkt. Das ist bei ihm natürlich nur ideal, nicht ideal. Er hat da ja noch nicht so viel Ausbildung in der Richtung, aber er zeigt schon ganz schöne Ansätze jetzt. Gut, das geht Schlag auf Schlag hier. Jetzt kommt schon der nächste. Das ist Polarstern, das Working Equitation Turnierpferd meiner Schwester. Der ist jetzt schon 18, meine ich. Hat die Piaffe aber auch relativ spät gelernt, wirklich. Sie hat erst so vor einem Jahr angefangen und da hat er es leider so ein bisschen sich falsch beigebracht, weil er wirklich, er blieb auf der Stelle, hat getrippelt, die Vorderbeine waren stark rückständig, die Hinterbeine waren sehr weit ran, das war so eine Bergziegenposition. Und das ist auch überhaupt nicht zielführend, weil das Pferd da eher verspannt und man nicht mehr vorwärts kommt. Das heißt, es hat auch für die Bewegung. Wir machen ja die Piaffe auch, um die Grundgangarten zu verbessern und das verschlechtert die Grundgangarten eher, wenn das so ausgeführt wird. Deswegen hier nochmal eine ganz andere Herangehensweise ans Anpiaffieren, weil das bei ihm eben nicht über Beine touchieren im Schritt oder aus dem Stehen geht, sind wir aus dem Trab quasi über so angedeutete Passagetritte, also wirklich deutlicher im Vorwärts. Hier sieht man ab und zu Ansätze, haben wir uns da so ein bisschen rangetastet. Hier verfällt er gerade wieder in dieses alte Schema. Man sieht auch, also die Beine schieben sich zusammen, er verhält sich plötzlich und es wird auch ganz untaktmäßig. Das heißt, dann sofort wieder raus. Also Priorität bei ihm hat wirklich den Takt zu erhalten, dass die Diagonalen auch gleichmäßig arbeiten und dass er im Vorwärts bleibt. Und dann sieht man hier schon so ein paar ganz, ganz gute Ansätze. Er gibt sich auch wirklich Mühe. Das fällt ihm nicht leicht. Er ist ein halber Araber und hat eben vollbluttypisch diese steile, schiebende Hinterhand. Aber deswegen ist diese Arbeit gerade für ihn sehr wertvoll. Und bei ihm tatsächlich touchiere ich eher noch einzeln die Hinterbeine, weil er noch nicht so drin hat, was er machen soll. Ich glaube, das ist erst das vierte, fünfte Mal, dass wir das mit ihm machen. Da muss man wirklich noch gezielt ihm sagen, jetzt soll dieses Bein abfußen, jetzt das andere Bein und so, dass er da ein bisschen reinfindet. Wenn das Pferd mal so anhoppelt oder mal so zwei, drei ganz versammelte Galoppsprünge macht, ist gar nicht so schlecht, weil dann kommt es mal wirklich auf die Hinterhand, bringt die Hinterhand unter den Körper. Nur wieder rausschicken, vielleicht mit einem kleinen Schulter reinlösen, dann hat man das ganz schnell wieder. Aber wie gesagt, alles, was das Pferd versammelt, ist erstmal nicht per se schädlich und sollte man nicht bestrafen. Ja, also bei ihm bleiben wir wirklich schön im Vorwärts, dass er da auf keinen Fall die Idee bekommt, sich auf der Stelle zurückzuziehen. Wenn er mal ausfällt, auch nicht so schlimm, wieder vorwärts schicken. Ja, hier hätte ich, genau, da habe ich dann das innere Hinterbein angetippt, weil das zurückhing. Und weil er sich verhalten hat und ihn lieber anhalten wollte, schickt Maike ihn jetzt wieder flott raus nach vorne, dass der Zug nach vorne bleibt. Und da sieht man auch, die Grundgangart Trab hat sich schon durch diese versammelnde Arbeit so ein bisschen verbessert. Okay, das ist Savannah. Die ist eine, ich glaube, damals war sie 9, 8 oder 9 oder so. Dressurgerittene Warmblutstute. Hier habe ich mit ihr gerade die Piaffe-Arbeit angefangen. Sie hat es relativ schnell verstanden und auch angeboten, weil ihr das nicht so schwer fällt. Bei ihr habe ich nur auch gucken müssen, dass sie nicht das Vorwärts verliert, weil sie sehr schnell dieses Trippeln auf der Stelle anbot, was eigentlich eher untypisch ist für ein Warmblut. Das hat man, wie gesagt, oft bei iberischen Pferden. Und jetzt sieht man vielleicht auch vorne links, das Vorderbein ist rückständig, wenn ihr mal drauf achtet. Das heißt, da hat sie mehr Gewicht drauf. Sie trägt noch nicht so effektiv die Vorhand mit der Hinterhand bei dieser Arbeit. Deswegen habe ich ziemlich früh angefangen, mal so kleine, ja, so angedeutete Leval oder mal oder eher ein Ter-Ter-Sprung ist es ja, dazu zu nehmen, dass sie einfach so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie sie mit der Hinterhand die Vorhand heben kann. Das hat dann ziemlich schnell geholfen. Das sieht man, das ist hier, ich glaube, ein paar Monate später. Da hat eine Schülerin, eine liebe Schülerin, mir netterweise geholfen, die konnte ich mal draufsetzen. Wenn man die Möglichkeit hat, kann man so natürlich viel besser touchieren. Und hier sieht man schon,
Die Diagonalen arbeiten besser, der Takt ist ein bisschen besser. Wir machen wirklich nur kurze Reprisen, dass sie entspannt bleibt, dass sie die Motivation behält. Was hier noch ein bisschen fehlt, ist das der Zug nach vorne. Am liebsten würde sie auf der Stelle trippeln, deswegen schicken wir sie jetzt auch mal nach vorne raus. Und da bietet sie dann auch relativ schnell schon so ein paar passageartige Tritte an. Hier sieht man auch immer noch die leicht rückständigen Vorderbeine. Das Signal zeigt mir auch einfach, da ist noch mehr Gewicht auf der Vorhand als gut wäre, weil idealerweise steht das Vorderbein senkrecht. Auch nicht vorständig. Das würde zeigen, dass der Rücken durchhängt, sondern wirklich senkrecht. Das sollte sich mit der Zeit dann geben und liegt auch vor allem daran, dass es einfach zu wenig vorwärts drin ist und zu wenig Rückenbewegung deswegen auch. So, das ist jetzt auch noch mal ein bisschen später, ein paar Monate später, glaube ich. Da habe ich dann angefangen, alleine mit ihr, mit halben Tritten oder Schulschritt zu arbeiten. Da sieht man schon, die Vorderbeine bleiben so ein bisschen senkrechter. Es ist ein bisschen mehr Rückenbewegung, ein bisschen mehr vorwärts drin. Das ist auch schon eine Idee besser. Ich arbeite hier auf einer Volte quasi wie um einen Pilaren rum. Das ist der Autoreifen da in der Mitte. Einfach um sie schön zwischen meinen Hilfen gerade zu halten, um das vorwärts zu behalten. Da hilft auch so eine klare Linie, dass man eben merkt, wenn das Pferd anfängt zu wandern oder abzuweichen von der Linie. So, hier habe ich wieder einen lieben Kollegen von mir, den Simon Reinhardt, der auch selbstständiger Bereiter ist, zur Hilfe gehabt. Und das ist natürlich super, wenn es ans Anpassagieren geht, wie hier, dass ich mit der Tuschierpeitsche von unten ein bisschen helfen kann und er von oben immer mehr die Hilfen übernimmt mit der Zeit. Das ist die Idee dahinter, dass es irgendwann ohne mich am Boden geht. Hier als kleiner Ausblick, was man mit der Piaffe machen kann, weil das macht Savannah mittlerweile schon ganz gut. Das heißt, wir holen uns in der Piaffe die Energie, die Rundheit, die Versammlung und lassen sie dann ein bisschen nach vorne. Am Anfang reicht da wirklich so ein, zwei angedeutete passageartige Tritte, dann lobt man schon oder geht zurück in die Piaffe. Hier hält sie das schon ein bisschen länger durch. Das sind auch noch eher Anfänge, ist natürlich noch keine perfekte Passage, aber sie hat schon auf jeden Fall verstanden, worum es geht und macht schon ab und zu wirklich einen schönen Tritt. Sobald ich merke, dass sie lang wird oder sich vorne raushebt, weil der Rücken nicht mehr wirklich mitkommt, holen wir sie wieder in die Piaffe zurück, um wieder diese Rundheit herzustellen. Und dann kann man sie wieder nach vorne rauslassen. Es wäre tatsächlich auch sinnvoll, wenn man mal auf der ganzen Bahn arbeitet, dass sie auch einfach mal gerade vorgeht, dass sie auch mal rausgeschickt werden kann im Flottentrab. Das machen wir hier ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Und diese Voltenlinie hemmt das Pferd auch in der Vorwärtsbewegung. Also das würde ich mittlerweile noch ein bisschen anders machen. Da ruhig auch mal viel mehr nach vorne denken noch. Genau, aber das macht sie hier schon nicht schlecht. Hier touchiere ich mehr auf der Gruppe, wenn ihr das mal seht, weil sie ja schon weiß, was sie machen soll. Da muss ich nicht mehr einzeln die Hinterbeine antippen, das würde sie dann stören. Deswegen nur noch so ein bisschen Energie kreieren durch Antippen auf der Gruppe. Und in der Piaffe abschließen, dass sie sich nochmal schön schließt und rund wird. Gut, jetzt kommen wir zum Schluss noch zu meinem eigenen Pferd, zum QB. Der arbeitet jetzt mittlerweile schon seit ein paar Jahren mit der Piaffe. Das hat ihm auch wirklich wahnsinnig geholfen, weil er einfach noch nie was von Hankenbeugung oder sich auf der Hinterhand tragen gehört hatte. Auch gar nicht, auch ganz konträr gebaut ist einfach. Und er arbeitet aber mittlerweile sehr schön damit. Hier sieht man auch ganz schön, wie gleichmäßig er sich bewegt. Bei ihm ist wirklich dieser Takt ganz super. Er ist ein wahnsinnig verhaltenes Pferd, überhaupt nicht gehfreudig von Natur aus. Deswegen gehe ich mit ihm auch wirklich selten ganz auf die Stelle und lasse ihn auf der Stelle piaffieren, weil dann ist einfach der Vorwärtszug sofort weg. Deswegen sieht man hier, dass ich ganz viel mit halben Tritten im Vorwärts arbeite. Dann ist es viel besser, einfacher für ihn, dass er die Hinterbeine auch wirklich nach vorne nimmt, weil das ist immer so ein bisschen das Problem. Er will die immer hinten rausschieben. Genau, und jetzt bleibe ich mal kurz auf der Stelle, weil die Sequenz im Vorwärts ganz gut war. Dann kann man das mal ausprobieren. Bei ihm war ganz viel Pausen, ganz viel Lob super wichtig, weil ihm das total schwer fällt und super anstrengend ist für ihn. Deswegen musste ich ihn da so viel ermuntern und ihm das leicht machen. Das Gute bei ihm ist, er macht das wirklich ganz gerne und er hat es total verstanden und macht es von selber. Weil irgendwann muss man an so einen Punkt kommen, wo man als Mensch vom Boden aus wirklich wenig Einfluss nimmt oder das Pferd stört oder antippt, dass das Pferd wirklich seinen eigenen Rhythmus entwickeln kann.
Weil sonst, ja, sonst kommt zu viel Spannung ins Pferd, so wie hier ein bisschen, ne? Dass die Hinterbeine so unterschiedlich arbeiten, dass ich ständig den Touchierpunkt wechsle mit der Gerte, das macht das Pferd super unruhig. Da muss man wirklich dahin kommen, dass das Pferd das von ganz alleine arbeitet und ich quasi nur noch daneben stehe, Gerte zeige, Energie gebe, schnalze, aber sonst wirklich das Pferd macht. Hier mache ich so ein bisschen Bier für Passageübergänge. Das macht er teilweise auch ein bisschen übermotiviert, aber da kann man schön ein bisschen Federkraft der Hinterhand mitentwickeln. Hier hatte ich gerade einen Schulhalt gemacht zur Einleitung der halben Tritte. Das kann man immer mal wieder einbauen, um die Hankenbeugung zu verbessern und dann das Pferd sofort wieder vorlassen. Kann man bei einem Typ wie ihm nicht zu viel machen, weil er sonst, wie gesagt, zu verhalten wird und zu viel nach hinten zieht. Deswegen ab und zu ein Schulhalt, dann wieder halbe Tritte nach vorne arbeiten, ist bei ihm so die beste Lösung. Oder auch einfach mal ein bisschen Terre-à-terre einbauen, wie hier, aber auch in der Vorwärtstendenz. Okay, jetzt noch ein Spezialthema, und zwar die Arbeit zwischen den Pilaren, was ja in Renaissance- und Barockzeit super viel gemacht wurde und auch wirklich ein sehr gutes Mittel ist. Aber wichtig würde ich erst machen, wenn das Pferd schon in der Bodenarbeit gelernt hat zu piaffieren, weil es sonst einfach sehr schnell sehr gefährlich wird in den Pilaren, weil das Pferd, wenn es hier nervös wird und sich aufhängt oder einen Überschlag macht oder so, es kann schon im schlimmsten Fall tödlich enden. Deswegen, so zur Verbesserung des schon weit ausgebildeten Pferdes ist das gut, weil die Kommunikation muss auch schon da sein. Ich muss ihn ja vorschicken können in den Pilaren, ich muss ihn gerade richten können in den Pilaren. Das heißt, er muss die Hilfen für die Seitengänge auch alle kennen, nur durch Zeigen mit der Gerte. Er muss die Parade schon annehmen, er muss schon überhaupt so viel Kraft und Hankenbeugung haben, dass er diese Arbeit halten kann, ohne dass es anstrengend oder stressig wird für ihn. Aber dann finde ich das super sinnvoll ab und zu. Nur natürlich auch nicht zu viel, weil kann man sich schon denken, das hemmt natürlich den Vorwärtsimpuls des Pferdes enorm. Aber hier war eben eine Phase, wo ich mehr auf Hankenbeugung gegangen bin und dann ist dieser Wechsel von Schulhalt, Levade, wieder Piaffe, paar Terre-à-terre-Sprünge, wieder Piaffe, das bringt das Pferd wirklich wahnsinnig gut auf die Hanken. Baut super gut Muskulatur auf, baut das Verständnis für die Wirkung der Paraden auf. Genau, hier ist wirklich Rhythmus und gerade Richtung der Schlüssel. Da darf ich nicht den Kopf des Pferdes zu irgendeiner Seite ziehen oder zu viel Biegung wollen oder hier total viel das Pferd stören und es aus dem Takt bringen, sondern da muss er wirklich weitgehend schon selbstständig arbeiten. Ja, hier so ein bisschen Terre-à-terre, da kommt er auch nicht wirklich vom Boden weg mit der Hinterhand, da müsste man wieder ins Vorwärts gehen. So, und so könnte man es machen, wenn man nicht die Holzpilaren zur Verfügung hat, sondern nur willige Menschen, die einem helfen können. Und hier, finde ich, macht er eine sehr schöne taktmäßige Piaffe. Und dann, wenn man das Pferd so viel am Boden vorbereitet hat, geht es tatsächlich auch mit Stimmkommando, vielleicht ein klein bisschen Gärtenhilfe, die das Pferd vom Boden kennt, ein bisschen Energie aus dem Sitz, geht es auch unterm Reiter super. Auch erstmal im Vorwärtshalten und dann langsam mehr auf die Stelle bringen. So, das war's erstmal. Dann viel Spaß beim Üben.